Interessante Theorie. Das müsste natürlich in der Causa untersucht werden, aber ein wirklich interessanter Ansatz. Eine Magie, eine Antimagie, die einen wahrscheinlich einen elfischen Zauber unterbricht. Wahrscheinlich der kommunikativen Art. Reichweite bedingt. Möglicherweise. Möglicherweise. Was habt ihr noch? Wie sah die Harfe aus? Wie groß war sie? Hat sie irgendwelche Zeichen gehabt? Ja, hatte sie, aber ich muss euch leider sagen, dass mir die Schrift der Elfen nicht vertraut ist. Ich kann euch nur sagen, dass sie schön und in sich verschlungen waren, aber nicht, was sie besagten. Vielleicht hilft euch die Materialität weiter? Sie schien aus Koralle zu sein, mit Verzierungen aus Perlen. Ein ungewöhnliches Material. Koralle. Wahrscheinlich dem Element Erz am nächsten. Und auch dem Wasser vermutlich. Aber es sind ja Elfen, sagt ihr. Naja. Merkwürdige Kreaturen. Die Harfe fühlte sich fast lebendig an, so als hätten viele Elfen einen Teil ihres Seins hineingelegt. Ich habe das schon gelesen bei Hochelfen, aber bei normalen Elfen weiß ich noch nicht. Vielleicht ist es viel älter als, nun ja, unser guter Elf hier an Bord. Vermutlich. Hochelfenschaft. Ein Artefakt der Hochelfen? Das ist wahrscheinlich, denke ich. Aber ihr werdet ja hoffentlich selbst einen Blick darauf werfen können. Ich denke, wenn der Sphärenschänder ihre Magie wirklich zerstört hat, nun, dann ist unsere Queste aussichtslos. Aber wenn er sie nur unterdrückt hat, nun, dann ist sie ein klein bisschen weniger aussichtslos, denn ihr müsst immer noch einen Zauber des Sphärenschänders aushebeln. Ja, dürft man auf Sagen und Legenden würfeln. Plus 12. Nur die beiden, ja? Zum aktuellen Zeitpunkt, ja, die beiden, weil die sich unterhalten. Bei Abel, mir ist es gelungen. Du hast auch schon einmal die heretischen Schriften der Torvalla gelesen, die von Ohm Volker, als er über Filiassons 12 Heldentaten berichtete, die 1007-1008 stattfanden. Damals soll er wohl auch mit Seeelfen, also er nannte sie die Elfen aus den Nebeln, irgendwie sowas wurde da eher gesagt, aber das waren halt Wasserelfen oder ja, Hochelfen, die auf See gefahren sind. Auch verwandt mit den Wüstenelfen, also ganz, ganz merkwürdige Geschichten, nicht nur Waldelfen, Firnelfen, nicht nur die aus der Wüste, sondern auch die zu Wasser. Ihr hattet ja auch Raphim schon einmal von Wasserelfen singen hören. Ja, es war ja eine Vision, die euch damals zuteil geworden ist. Aber Raphim sprach von Elfen zu See. Ich habe von diesen Seeelfen oder Meereselfen schon einmal gelesen und gehört, aber das sind wirklich nur Erzählungen aus zweifelhaften Quellen, aus Torvalla-Legenden. Und ihr wisst ja, diese Torvaller neigen zu Übertreibung und nun ja, ich will nicht sagen Lügen, aber nennen wir es Übertreibung. Nun, das ist völlig in Ordnung, wenn ihr zum jetzigen Zeitpunkt keine harten Fakten für mich habt. Aber wie gesagt, nun da ihr noch eure ganze Bibliothek zur Verfügung habt, dachte ich mir, ich sage euch schon einmal, dass nun hier vielleicht auch ein wissenschaftlicher Ansatz das Richtige sein könnte. Vielleicht könnten wir diese Harfe auch mitnehmen. Eventuell, die scheint nicht allzu schwer zu sein, wenn die wirklich aus Koralle besteht. Man könnte eventuell ihren Zauber dadurch zerstören. Man muss es vor Ort sehen, wie der Zauber wirkt und in welcher Zusammenhänge nun ja diese Wirkung erzielt wird. Aber ich danke euch für diese Möglichkeit, meine Expertise in nun ja diese Art von Magie fortzusetzen. Salamin nickt. Keine Ursache. Ich denke, wir sind alle gespannt. Und dann will ich euch nicht länger von euren Aufgaben abhalten. Rabin wirkt sehr nachdenklich, also
ist anscheinend irgendwie von diesem neuen Forschungsthema irgendwie etwas mehr interessiert. Seine Gedanken schweifen ab in der Hinsicht. Ja, also Zulamin ist ein bisschen zufrieden, dass sie offenbar jemanden, den Richtigen, angesprochen hat und Abel mir glücklich gemacht hat, weil sie weiß, dass ihn alles sehr interessiert, was mit Barbara zu tun hat. Und ja, dann verabschiedet sie sich. Und Serpentilio hatte wahrscheinlich nur wieder Verachtung für Barbara übrig. Serpentilio ist gerade noch mit einem Schwamm beschäftigt. Ja, Schwamm ist ja wichtig. Schwammige Geschichte. Das ist wichtiger als Barbara. So vergeht die Zeit und ihr segelt in Richtung Norden. Der Wind schneidet immer kälter und so begebt ihr euch nach einer Abschlussbesprechung des Tages auch irgendwann in die Kajüten und könnt dann regenerieren. Mitten in der Nacht läuten die Glocken. Ja, wenn mich irgendein Arschloch aufgeweckt hat, weil der wieder ein Schwamm ist, dann klatscht es hier und ich schwöre euch. Ich stürme aus meiner Kabine raus und greife mir den erstbesten Soldaten, den ich sehe, was will zu. Ah, Rafim, da seid ihr. Ich bin auch gerade erst aufgestanden. Ja, wehe, ihr war das mit der Glocke. Ich habe gerade so wunderschön geschlafen. Ich war in einem wunderbaren Duell, in einer wunderbaren Arena. Und wehe, es ist nicht wichtig. Ich dachte, ihr war das mit der Glocke. Ich dachte gerade, ich stand unter dem Trick, wie auch immer. Was ist hier los? Was ist denn das für ein Krach hier draußen? Mach doch irgendeine Meldung, verdammt. Bei Swafnir, ich habe die Glocken läuten lassen, nachdem ich geweckt worden bin. Sie drückt Zulamin mal wieder das Fernrohr in die Hand und deutet auf einen Lichtkegel, der sich im Norden abzeichnet. Da brennt wohl irgendetwas auf offener See. Dann schaue ich mal, ob ich mehr erkennen kann in der Dunkelheit. Sinnesschärfe Probe. Ich tue dasselbe, denn ich habe mein eigenes Fernrohr und ich traue meinen eigenen Augen mehr. Als denen einer Frau. Ah, als denen von allen anderen. Einer Frau mit 15 Fertigkeitspunkten. Ja, schauen wir mal. Kannst du das überbieten? Nur wenn ich Meisterhandwerke und das tue ich nicht. Ja, so könnt ihr in die Finsternis schieren. Das Fernrohr hilft natürlich, aber wenn ihr dann nachtblind nach draußen kommt und dann in solch einer Helligkeit starrt, dann fällt es euch doch relativ schwer, könnt ihr auf alle Fälle ein brennendes Schiff erkennen, davor wohl aber auch ein zweites, was wohl davor bzw. dahinter liegt, je nachdem aus welcher Position ihr euch das Ganze betrachtet. Alles sehr ruhig, einer der Masten ist wohl heruntergebrochen, aber Zulamin kann da wohl noch Gewimmel erkennen, also irgendjemand versucht da wohl zu löschen. Und über das Wasser, über den kaltschneidenden Wind, gerade von Norden her, drängen dann auch leise Rufe. Panik. Es ist unsere effortgefällige Pflicht zu helfen. Allerdings, ich kann nichts sehen. Es sind zwei Schiffe, sie brennen und laufen offenbar in Gefahr zu sinken. Aber ich kann keinen Angreifer sehen. Wir sollten auf der Hut sein. Es könnte sich um eine Gefahr von unter dem Meer handeln. Vielleicht ein Dämon? Auch das ist möglich, aber da ist auf jeden Fall noch Bewegung. Leute versuchen zu löschen. Nun, das könnte eine gezielte Falle sein. Einer bestimmten Arche, die sich auch unter Wasser bewegen kann. Aber dazu müssen sie wissen, dass wir hier sind. Ja, ihr werdet euch um eure effortgefällige Pflicht kümmern. Ich kümmere mich um meine chorgefällige Pflicht und mache die besten Bastarde bereit. Das klingt nach einem guten Plan. Sag den Köchen, sie sollen ihre Ärsche bewegen und hier oben antreten. Entweder sie löschen oder sie töten. Eins von beiden werden sie wohl können. Also spielen wir wieder die Helden, ja, Kapitana? Wir helfen ihnen? Ja, wir helfen ihnen. Alle Mann an Deck, Feuerrollen einnehmen! Und so segelt ihr durch die Dunkelheit auf die beiden Schiffe zu. Wenn ihr näher kommt, könnt ihr erkennen, dass es sich dabei wohl um eine Trireme handelt, alanfanischer Bauart, und seht da wohl, dass auch die ein oder anderen Ruder abgebrochen worden sind oder abgeschabt worden sind, und eine Karavelle. Die Trireme brennt. Irgendwelche Beflaggung zu sehen? Die Alanfaner tragen wohl Zornbrechterwappen.
Und die andere trägt ein Kraken. Ein Nachtlaunt-Kraken. Kann man mit Heraldik herausfinden, was das bedeutet? Ich glaube, da kannst du Götter und Kulte substituieren. Ja. Boah, das sind die Feinde, das reicht mir. Naja, Krake, das ist jetzt ja ein sehr offenes Motiv. Also mir sagt das nix. Wer sich auch immer wagt, mit dem alten Zornbrecht anzulegen. Na, wenn wir den retten, könnten wir einen Stein im Brett bei dem haben. Ja, wir haben uns bisher ja nicht unbedingt beliebt gemacht, aber denk daran, dass wir unter Karinor-Flagge segeln. Ich schulde dem alten Mistsack noch 2000 Dukaten. Das könnte mir aushelfen. Ja, je näher ihr kommt, ihr könnt dann auch irgendwann die Namen erkennen und seht, dass wohl auf der Trireme, die ja brennt, gelöscht wird. Viel Bewegung ist es nicht. Um die 30, 40 Personen könnt ihr erkennen. Die Namen Zornbrechts Rammsporn und die Karavelle Seeteufel. Und wenn ihr dann heranfahrt, selber dann vielleicht auch irgendwann die Schiffsglocke läutet, könnt ihr dann auch Arme rudernd erkennen, wie die Leute dann euch auch zuwinken und um Hilfe rufen. Und wenn ihr dann durch die Fernrohre schaut und genauer ja, auf diese Szenerie blickt, euch wird wohl klar, dass das Ruderer sind, die da um ihr Überleben kämpfen mit den wenigen Sachen, die sie dabei haben. Vor allem angekettet, wie sie sind, ist das wohl gerade mit dem Löschen alles sehr schwierig. Und dann seid ihr heran und könnt Planken überwerfen oder selber mit Seilen herüberspringen. Wie weit ist denn das andere Schiff entfernt? Direkt daneben. Also direkt. Die sind mit Enterhaken auch miteinander verbunden. So ein paar Flammen haben wohl mittlerweile auch übergegriffen. Und es stinkt nach Pulverdampf, sowieso nach brennendem Leinentuch, nach Holz, nach Teer. Und je nachdem, wie ihr dann über das andere Schiff hinübergelangt, könnt ihr dann auch blutige Überbleibsel erkennen, die dann auf beiden Schiffen sich befinden. Und ein heftiger Kampf, der da wohl vor einiger Zeit getobt hat. Also, sofern ich von der Kapitana von Suleiman keine anderen Befehle bekomme, sobald wir in Feuerreichweite sind, werden die leichten Rotzen sowie der Skorpion abgefeuert. Auf welches? Auf natürlich das, was die die Alan Fahna entert. Okay, dann müsstet ihr euch ein bisschen anders drehen. Du kannst die Befehle dann aber auch in der, ich sag mal, halbe Stunde Fahrzeit kannst du die dann auch gegeben haben, sodass ihr dann einen leicht anderen Winkel einfahrt. Und dann könntest du mitten auf das Heck trümmern mit deinen Schüssen. Das soll dir gegeben sein. Okay, und zwar haben wir an jeder Seite weiter 6 leichte Rotzen sowie 5 schwere oder mittelschwere. Aber die können wir nicht alle bemannen, deswegen werden uns die 6 leichten Rotzen sein, die feuern. Weil die mehr Reichweite haben. Weil die mehr Reichweite haben, genau. Das ist auch der einzige Grund, warum wir die dabei haben. Die können schon auf 600 Schritt schießen. Und Diamantas wartet gespannt. Mit seinem Entfernungssinn wartet er und wartet er, während die Geschützmannschaft da schon bereit hinter den Rotzen stehen und angespannt auf seinen Befehl wartet. Aber Diamantas wartet. Zählt in seinem Inneren die Entfernung, die zu dem Schiff noch bleibt. Und ja, sobald er. Du kannst sie raunen hören. Ich hätte nie gedacht, dass wir nach der Übung direkt so schnell schießen dürfen. War ich auch nicht. Und dann kommt es. Feuer! 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 6 Schüsse, die gleichzeitig erklingen. Fast gleichzeitig. Du bist unzufrieden, aber sie schlagen zielgenau ein, da wo du sie haben wolltest. Dir wäre es natürlich noch lieber, wenn man nicht daraus hören könnte, wie viele Geschütze es wären, weil sie wirklich zeitgleich kommen müssen. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass der Schall sich ausbreiten muss und so wirst du in Pulverdampf getaucht. Und wenn dann die Rauchwolken von deinen Rotzen im Wind verweht werden, durch die Kälte nach unten sinken, kannst du sehen, wie ein Großteil des Hecks weggerissen worden ist, wie Holz zersplittert ist und die Segel, die dann noch wohl funktionsfähig waren, zerfetzt worden sind. Die Rufe der anderen Matrosen, der Sklaven werden wohl lauter und lauter. Man bittet
und bangt. Die 600 Meter werden weiter nach vorne gelegt. 500 Meter, 400 Meter. Die Rufe werden lauter. Stürmen wir das Ding? 300 Meter. Kapitana, stürmen wir das Ding? Nun, wenn sich die Situation nur so auflösen lässt, ja. Wollt ihr Gefangene? 200 Meter. Könnte aufschlussreich sein. Verbannt die Hornissen. Wir geben unseren Männern von hier aus Deckung. Nehmt Gefangene, ihr Bastarde. Aber nur, wenn es euch selber nicht umbringt. Die Alanfana töten wir nur, wenn sie uns angreifen. Ich möchte prophylaktisch in Deckung gehen. Ja, kannst du dich zusammenkauern, so ein bisschen hinter die Reling geduckt oder so eine halbe Tür, die dir dann noch, du kannst sie aufhalten, damit du noch was sehen kannst, aber kannst sie auch zuschmeißen, um nicht getroffen werden von irgendwas. Ich glaube, ich hock mich ganz entspannt hinter die Bordwand und hoffe aufs Beste. Ja, und dann sind es nur noch 100 Meter, die Hornissen sind bemannt, alle werden gedreht und dann 50, 25. Man hat die Segel soweit rausgenommen und dann werden die ersten Seile bemannt und ihr könnt sehen, wie ja teilweise eure eigenen Schützen oder aber die Kämpfer, die Matrosen, all diejenigen, die Raphim ausgebildet haben, mit den ersten Seilen rüberspringen, bevor euer Schiff noch komplett aufgehört hat zu segeln, lassen sich schon rüberfallen auf die Karavelle, den Seeteufel mit dem zerstörten, zersplitterten Heck. Während ihr euch dann genau in dieses Dreieck, was gebildet worden ist, hineinfahren lasst und andere Holzbrücken dann zu jeweils beiden Schiffen aufgebaut werden. Die Feuerrollen wurden eingenommen, sodass dann auch direkt Wasser verteilt worden ist. Selbst die Köche, die jetzt Raphim geholt hat, werden dann schon versuchen, dort zu helfen, wo dann eben geholfen werden kann. Und so stürmen sie dann auf die Zornbrechts Rammsporn, um den angeketteten Sklaven zu helfen, das Ding zu löschen. Kann man das Oberdeck sehen, da wo sich das Steuerrad befindet? Das sind ja der Kapitän und seine Offiziere, sag ich mal. Von der Karavelle, das wurde zerstört. Also das waren gezielte Einschläge von 6 Rotzen, die das Oberdeck so zerstört haben, dass da auch nichts mehr an ein Steuerruder mehr zu erkennen ist. Okay, das war jetzt eine Frage, ob man die gezielt ausschalten könnte, noch eventuell den Kapitän halt irgendwo. Ja. Naja, ich würde da mal rüberstürmen und gucken, ob ich jemanden finde, der sich wehrt. Ja, das ist ein bisschen glitschig. Wenn du dann nach unten blickst, ist alles so klebrig, rotes Blut, der Gestank. Das ist wohl nicht nur Blut, das ist wohl auch Schleim und du siehst auf den ersten, zweiten Blick auch eine ganze Menge Paktierer, vor allem charybdide Paktierer, mit Gliedmaßen, die wohl nicht so enden sollten, wie sie enden. Also Hände sind das wohl nicht mehr, die ausgeformt haben. Teilweise irgendwelche Seesternarme oder pockennarbig oder aber Tentakel. Du kannst Haimäuler erkennen, die da wohl gewachsen sind, dem einen oder anderen Minderpaktierer. Und du siehst eine ganze Menge erschlagenen Leute. Wenn du dann das ganze Schiff durchkämmst mit deinen Leuten, wirst du dort nur auf Leichen treffen. Es sind eine ganze Menge, wohl auch Alanfana, die rübergestürmt sind. Auch die dann natürlich tot. Sehr muskelbepackt. Das ist so typischer Zornbrechterart. Vor allem viele Torwaller, die da wohl darunter sind. Oder Torwalsches Blut haben sie, aber es sind definitiv alanfanisch gebräunt. Also dieser typische Zornbrechterstamm. Nur Leichen. Ja, der sucht das Schiff und findet raus, woran die Bastarde alle gestorben sind. Und irgendwer soll die verdammten Sklaven rüberbringen. Vielleicht kannst du Lamin ja was aus denen rausbekommen. Aber bleib bei denen. Und mit diesen Worten würde ich weiter die Karavelle untersuchen, ob ich unten irgendjemanden finde. Ich suche jemanden, der sich versteckt hat. Ja. Gib mir mal eine Sinneschärfeprobe. Ja. Also, es ist alles sehr dunkel. Du kannst dich aber auch mit einer Lampe bewaffnen. Und die störenden Rufe vom anderen Schiff ignorierst du dann so ein bisschen, schleichst dich dann gemeinsam mit den anderen Leuten von dir durch und siehst unter Deck auch niemanden.
Du schätzt das mit deiner Kriegskunst so ein, als wäre die Karavelle tatsächlich das enternde Schiff. Das kann man so auch erkennen, weil die Ruder abgefahren worden sind bei der Trireme. Die haben dann wohl das Feuer eröffnet und sind rübergesprungen. Und deiner Meinung nach, wenn du dann irgendwann nach 10 Minuten wieder das Oberdeck betrittst, hat das Schiff, das angegriffen wurde, sich tapfer gewehrt und hat die Piraten, wenn man sie denn so bezeichnen möchte, abgewehrt und getötet. Das ist so deine Einschätzung. Das war ein Angriff, der fehlgeschlagen ist. Du ja, kannst, ihr seht, wie ja? Grafim tritt wieder von unten aus dem Bauch des Schiffes heraus, schaut oben auf unser Schiff hoch, sieht ziemlich enttäuscht aus. Ihr seid alle tot. Dann können wir ja ungefähr drüber kommen, nicht wahr? Naja, ich stehe ja in Scheiße, Blut, Pisse und geflüht genug Bakterien, um damit eine ganze Halle zu füllen. Aber wenn du gerne deine Füße schmutzig machen willst, bist du willkommen. Nun ja, wir könnten in der Kapitänskabine gucken, ob wir noch irgendwelche Unterlagen finden. Ich glaube, die hat Diamantis gut weggeschossen. Nun ja, das Oberdeck weggeschossen, nicht das die gesamte Kajüte. Ich schau mal in die Richtung Kapitänskajüte. Ist da noch was oder hat Diamantis das weggeschossen? Also die Kapitänskajüte, da kann keiner mehr wohnen. Da sind vielleicht noch so 2-3 Stühle und auch so eine Kommode, die kannst du da noch erkennen. Aber also da sind vielleicht noch Unterlagen, ja. Okay. Ja, könnte klappen, aber wir kommen mal ruhig runter. Na gut. Gib mir mal einen W20. Gerne. Diamantis gibt mir einen W20 minus 10. 5. Okay. Und Abel mir einen W20 minus 20. Die 10. Blei, Kupfer, Zinn, Basalt und Marmor im Wert von 70 Dukaten. Also entweder oder. Blei, Kupfer, Zinn, Basalt oder Marmor. Hager, schreibst du das mit? Das ist die Hauptladung. Was wollt ihr davon haben? Ja, was wollen wir davon haben, ist die Frage. Kupfer? Basalt, Blei? Oder Kupfer? Basalt wird halt mega wenig sein, glaube ich, bei 70 Dukaten. Das ist halt nix. Ja, das ist auch super. Dann haben wir weniger Stauraum. Ich berechne den Stauraum ja sowieso nicht, aber gut. Im Basalt mitkommen. Bin auch eine Basaltfaust. Und Voltax wird sich Basalt. Auch freuen. Müsstest du mal nachgucken, wie viel Volumen das ist. Ja, das mache ich nach. Das ist dann halt die Hauptladung. Ich muss gerade mal schauen. Dann 1W20 minus 10. Was hat der Rafim gewürfelt? Ich hatte die 10. minus 5 und Abel mir minus... Ich glaub, minus 5. 2 minus 5 sind minus 3. Alabaster, Jade, Obsidian, Elfenbein, Maraskanstahl oder Meteoreisen. Wert 500 Dukaten. Bei mir Meteoreisen, oder? Klingt also ich würde für Jade oder Meteoreisen priorisiert Meteoreisen. Ich denke, das würden unsere Magier geil finden. Es ist halt immer noch Eisen. Ja, aber was willst du mit Jade? Teil? Ja, da kann man gut verkaufen. Jade. Kannst du Schmuckstücke draus machen, kannst du Ritualgegenstände draus machen. Kannst alles gut verkaufen. Das hat halt einen Wert von 500 Dukaten. Kannst du aber halt auch das Zeug benutzen. Also Maraskanstahl hattet ihr ja zum Beispiel schon. Habt ihr nicht genutzt. Haben wir verkauft. Verkauft, genau. Ich würde da 50-50 mit dem Gall und Meteoreisen. Ja, dann nimmt ihr Jade Meteoreisen jeweils im Wert von 250 Dukaten. Zweimal. Und Abel mir ein... Minus 11 kommt bei mir raus. Also 9 minus 20. Purpur, Zinnober, Lapis Lazuli oder Hesindigo. Wert von 1000 Dukaten. Oh, klingt doch gut. Dann Hesindigo oder Lapis Lazuli, je nachdem, was wollt ihr haben? Purpur. Purpur? Könnt ihr auch mit färben. Ah ja, klar. Nur das Beste. Könnt ihr auch mit färben, wenn ihr wollt. 1000 Dukaten Purpur. Das ist so dann die Fracht. Während Abel mir dann zur Kapitänskajüte geht, kannst du dann mal die Frachtbücher angucken. Ist ein Pirat, der aus der Tobischen See aufgegriffen ist, gehört dann wohl auch zu dieser unheiligen Vereinigung von Darion Paligan selbst, der ja seine blutigen Wogen da ausgerufen hat.
Und das ist Fracht, die er im Verlaufe von den letzten 2 Wochen geplündert hat. Und das sollte jetzt das dritte Schiff oder das vierte, fünfte Schiff sein, was sie jetzt angreifen wollen. Dabei sind sie wohl offensichtlich, hat es wohl offensichtlich nicht geklappt. Stehen da vielleicht irgendwelche Namen drin von anderen Kapitänen, anderen Schiffen eventuell? Viele andere Schiffe nicht, nein. Aber so ein paar, ich muss gerade mal schauen. Die Redonda, eine xeranische Talucke wohl noch, die mit der man sich in 2-3 Tagen treffen wollte. Man wollte sich wohl auch bei Rulath treffen. Das ist wohl deren eigentlicher Heimathafen.